de lunghi magnifica S e fi și alte și pentru os. Mancania hirguțen. Ja. An der Wärmetausche hier an der Luft immer ein bisschen Wasser raus. Und das ist nicht dicht hier. Und dann kann auch Wasser so auf der Heizung laufen. Oder hier an diese Dichtungen. Oder hier unten. Aber mal schauen. Ne? Ja, noch ist alles festmontiert. Ich kann hier zum Beispiel einmal messen. Ja, der Widerstand hier. Obwohl mein Widerstand ist zwischen Heizkörper, also Aluminiumkörper. Und ist nichts, ne? Also nichts, gar nichts. So, warum soll dann der Fischhalter rausspringen? Dann schauen wir uns das an, ne? Ob irgendetwas anderes. Ja, also man verfolgt immer, man findet immer raus anhand der gelb-grünen Leitungen, ob alles in Ordnung ist. Aber es kann ja nur daran liegen. So, probieren wir mal das Ganze jetzt. Natürlich die Steckdose mit der Fischhalter. Könnte möglich sein, dass man mehrere Tassen Kaffee zubereiten muss. Das habe ich einfach mal. Ja, das wird da feucht wird. Oh, so Tampi muss unbedingt geschmiert werden. Hört sich ein bisschen rau an. Okay. Na, dann schauen wir uns das an, ob hier irgendwo. Sieht alles gut aus. Ja, sieht nicht gut aus, schon im Bett hier. Ich werde schon mal das sehen können. Jetzt da. Und schon ist der F4 rausgesprungen. Ne? Man sieht es deutlich, wo das Wasser rausläuft. Okay, läuft auf der Heizung. Also Stecker raus. Einschalten. Also nicht nachmachen, ist klar warum. Und jetzt steht unter Druck das Ganze hier. Muss man aufpassen, dann würde ich mal erstmal das Ventil hier haben, ne, damit eventuell hier alles entweichen kann. So, und da ist kein Druck mehr in der Leitung. Ja, das ist die Heizung, kennen wir schon hier. So. Ja, und hier ist geplatzt, ne, an der Nahtstelle hier, dass ich schon mal das sehen kann. Die Kamera ist nicht die beste. Zu viel Licht vielleicht übersteuert. Also hier an der Nahtstelle ist geklebt. Ich weiß nicht, warum das so gemacht wird. Na gut, also Dichtungen neue und das war's dann. Na, und eventuell Heizung prüfen, nicht das, was kaputt gegangen ist. Und nehme ich sowieso alles raus und tausche überall die Dichtungen hier, dass es sein muss. Für mich und Antrieb unbedingt schmieren. Der hörte sich nicht gut an. Na, okay, das passt dann.